Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Transformation eines traditionsreichen Werkes. Wir reden dabei ganz besonders über die Rolle des Werkleiters und über die Fragen nach Leadership und der Motivation und Einbeziehung der Mitarbeiter. Wir schauen uns konkret die Erfahrungen an, auch im Bereich des Operational Excellence und Qualitätsmanagements. Über all diese Themen rede ich heute mit Philipp Menz. Er ist Werkleiter am Standort Thale in Sachsen-Anhalt bei der Schunk-Gruppe. Schunk ist ein Automobilzulieferer. Er selbst war davor im Werk in Gießen, hat dort unter anderem die Rolle der Teamleitung fürs Prozessmanagement gehabt und war in der letzten Position Leiter Qualitätswesen und Managementbeauftragter. Er hat dort im Werk Gießen eine spannende Transformation erlebt, unter anderem im Bereich der Führung, und überträgt das jetzt auf sein Werk in Thale, und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Hallo Philipp. Hallo Tobias, danke, dass ich hier sein darf. Diese Episode ist Teil der Serie Automotive Industry im Fabrik der Zukunft Podcast. Navis ist Sponsor dieser Serie. Navis schließt die Lücke zwischen der physischen und digitalen Welt, indem digitale Modelle der Fabriken geschaffen werden. Mit der realitätsnahen Lösung im Browser, Navis Ivion, wird die Remote-Zusammenarbeit durch virtuelle Werksbesuche und die Digitalisierung der Planungsprozesse befähigt. Navis legt damit den Grundstein für die digitale Fabrik der Zukunft. Ja, ich möchte zum Start mal so ein bisschen eintauchen in das, was du erlebt hast. Du bist jetzt seit 7 Jahren bei Schunk, zuerst im Werk in Gießen. Wie war dein Start dort? Ja, vielleicht zu Schunk nochmal im Allgemeinen. Reine Automobilzulieferer sind jetzt im Prinzip nur die Werke, wo ich jetzt tätig bin, also die sogenannte Division Mobility, in der ich tätig bin. Wir haben noch verschiedene Divisionen in anderen Bereichen, wo es auch um das Thema Verarbeitung von Kohlenstoffen geht und den Bau von verschiedenen Anlagen. Sprich, wir sind da schon relativ stark diversifiziert, und ich bin da in diesem einen Bereich, sind wir sehr stark im Bereich Automobil unterwegs. Angefangen habe ich als Prozessingenieur vor 7 Jahren. Relativ traditionelles Unternehmen, wie du schon gesagt hast. Schunk ist eine Stiftung, sehr stabil, seit Jahren tolle Ergebnisse geliefert, auch bei den Automobilzulieferern. War ein super Team, wo man da gleich reingekommen ist, und es wurde eher traditionell geführt und weniger wirklich mit einem richtigen Leadership-Ansatz. Also Hierarchien haben da damals schon noch eine große Rolle gespielt. Und ja, gleichzeitig hat man halt gemerkt, dass Execution zum Teil ein bisschen Probleme bereitet hat. Also sprich, wir haben relativ viele gute Ideen gehabt, relativ viel vorgestellt. Man hat aber gemerkt, dass die Umsetzung teilweise dann versagt ist. Also es ist in der Schublade liegen geblieben und einfach nicht umgesetzt worden. Gleichzeitig hatten wir natürlich auch in der Zeit dann Qualitätsprobleme, weil wir eben wenig umgesetzt haben und hier und da auch mal ein schlechteres Kundenrating. Das war so die Situation. Das heißt, es gab dann mehr und mehr Herausforderungen, die du jetzt ja gerade so ein bisschen beschrieben hast. Wo war dann der Punkt, wo ihr gemerkt habt, da muss sich was verändern? Im Endeffekt... Kann man das so festmachen oder war das eher schleichend? Ja, ein Stück weit schleichend. Ich glaube, zu Tage ist es getreten, wirklich dann, als VUCA so richtig Fahrt aufgenommen hat, im Jahr 2019, als Corona startete. Corona war ja dann eigentlich nur noch der Brandbeschleuniger für eine ohnehin schon schlechter laufende Automobilindustrie in Deutschland, die da ja schon ihre kleinen Probleme hatte. Während Corona eine Beschleunigung der E-Mobilität, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt geht's da richtig los. Der Brexit kam dann noch dazu, dann kamen die Halbleiter noch dazu und der Angriffskrieg in Russland. Und dann hast du irgendwann so ein super Ding gehabt, wo du halt wirklich schauen musstest, okay, was mache ich denn jetzt einfach mal anders?
weil diese Stabilität, von der halt das alte Umfeld geprägt war und wo das alles super funktioniert hat, also da waren wir sehr gut unterwegs, die war halt nicht mehr vorhanden. Plötzlich waren Werke nicht mehr ausgelastet. Gerade die Werke, die dann vielleicht mal ein Qualitätsproblem hatten, da wurden sehr, sehr schnell von Kunden auch Teile verschoben. Also das hat man dann relativ schnell gemerkt, dass von uns zum Beispiel das ein oder andere Teil abgezogen wurde, wo wir Probleme hatten, wurde zum Wettbewerb verschoben, weil der hatte ja freie Anlagen plötzlich. Ja klar, wenn die Kapazitäten im Markt generell frei werden, dann sucht man sich das noch eher aus. Ganz genau. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen was tun, müssen was verändern und haben dann, im Endeffekt, wenn man mal so die große Klammer nimmt, ein Performance Improvement Programm gestartet. So kann man es schon fast nennen, ja. Das heißt, welche Bereiche hat die Transformation da in den letzten Jahren, wenn wir mal im Werk Gießen starten, was waren so die Hauptbereiche, die dort betroffen waren? Das Werk in Gießen, der Start fing bei den Basics dann wirklich an. Also wir haben da sehr, sehr viel im Bereich Arbeitssicherheit gemacht. Das war für uns das Allerwichtigste, dass wir gestartet haben und wirklich geschaut haben, dass die Mitarbeiter sicher an die Arbeit kommen, sicher an der Arbeit sind und sicher wieder nach Hause kommen. Also da haben wir relativ viele Initiativen gestartet, die dann natürlich indirekt auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter am Arbeitsplatz erhöht haben, weil die Mitarbeiter einfach gemerkt haben, okay, wenn ich hier ein Arbeitssicherheitsrisiko beispielsweise melde, dann tut sich auch was. Weitere Basics, wie wir es genannt haben, war das Thema stabile Prozesse, Qualität und Transparenz, sprich Shopfloor-Management im ersten Schritt. Okay, aber davor gab es wahrscheinlich auch schon ein Shopfloor-Management-System oder Prozesse, um auch die eigentlichen Produktionsprozesse wirklich stabil zu halten. Aber wo war da der große Unterschied, dass man das jetzt mal anders angegangen ist oder dass man es stärker priorisiert hat? Ja, also wir hatten zwar eine Führung vor Ort durch die Bereichsleiter, Abteilungsleiter. Wir hatten aber jetzt nicht so einen klassischen Plant-Control-Room, nennen wir das jetzt. Im Endeffekt wirklich eine Plattform, wo sich die Leitungsebene nochmal trifft und einfach dann auch die Entscheidung für den Tag trifft, wo zum Beispiel Personal auch von A nach B organisiert wird. Das war damals noch nicht vorhanden. Und auch die Kennzahlen, die wirklich auf dem Shopfloor hingen, die waren wahrscheinlich irgendwann mal sehr relevant für den Shopfloor, aber in der neuen Phase, in diesem sehr volatilen Umfeld, mussten wir uns da was einfallen lassen. Also muss man schon schauen, dass wir irgendwie da eine Besserung reinkriegen und haben dann halt eben das komplett auf den Kopf gestellt. Also gerade das Shopfloor-Management haben wir komplett neu organisiert. Wir hatten damals, was hatten wir? 5 Hallen. Und in diesen 5 Hallen haben wir dann zum Beispiel Segment-Meetings eingeführt, die jeden Morgen um 8 Uhr stattgefunden haben. Also klassisch die Eskalationspyramide im Shopfloor-Management. Haben dann die Erkenntnisse aus diesen Meetings mitgenommen in unseren Plant-Control-Room und dort hat halt auch wirklich einen konstruktiven Konflikt gelebt, der, denke ich, was ein Kern ist für ein vernünftiges Leadership. Sehr schön. Also das heißt, auch so ein bisschen das, was du vorher beschrieben hast, man hat vieles davor über Jahre immer sehr, sehr ähnlich machen können, weil auch die Rahmenbedingungen sich wenig geändert haben und jetzt auf einmal war man gezwungen, dass sich die Rahmenbedingungen so geändert haben, dass man eben auch sein Rangehen in all diesen Bereichen, die du gerade beschrieben hattest, nochmal neu hinterfragen musste und dann eben auch ihr die Chance genutzt habt, das neu zu gestalten. Du hast diese Veränderung jetzt ja miterlebt, unter anderem dann in der Rolle der Leitung für das Qualitätswesen. Und jetzt bist du seit einem Jahr im Werk in Thale. Wie kam es, dass du jetzt die Werkleitung quasi in Thale übernommen hast? Ich glaube, da muss ich nochmal bei der Rolle im Qualitätswesen anfangen. Weil das darfst du gerne tun. Es ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, dass man aus der Rolle eines Qualitätsleiters und QMBs in der Automobilindustrie dann in diese Rolle schlüpft. Meistens kommt man ja da als Produktionsleiter rein oder so. Ne? Und die Rolle als Qualitätsleiter, die war schon ein bisschen abgewandelt definiert, als ich damit begonnen habe. Also ich wollte
ursprünglich gar nicht als Qualitätsleiter anfangen, weil es natürlich losging, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ich möchte operativ immer viel umsetzen. Und der Qualitätsleiter war für mich bis dahin jemand, der sehr stark im Bereich Zertifizierungen, Normwesen und so weiter unterwegs ist. Und ja, da sagte mein damaliger Chef und mein auch jetzt noch Chef, sagte, ja, das trifft sich gut, er möchte es nämlich operativer aufstellen. Und da hat die Qualität dann halt eine tragende Rolle in dieser gesamten Transformation im Werk in Gießen mit eingenommen. Also sprich, gerade, ich hatte ja vorhin kurz beschrieben, wir hatten da ein paar Qualitätsprobleme, die natürlich mit der Situation viel mehr zutage getreten sind, weil in dem Moment, wo du dann einfach in diesem Umfeld bist, dann fällt das halt auch eher auf, ja. Und gerade da war natürlich ein großer Hebel für die Transformation. Wir haben dann Qualitätsinitiativen mit den Mitarbeitern gemacht. Können wir gleich vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Haben ja, relativ viel operativ verändert. Und ja, irgendwann waren wir dann operativ relativ weit und haben dann gesagt, okay, wir wollen unsere Business Unit, die aus drei Werken besteht, also Gießen, Thale und Mexiko, deutlich näher zusammenbringen, um unsere Synergien in dem Umfeld auch zu nutzen. Also es war wirklich so, dass die Werke früher sehr alleinstehend waren, wirklich. Also du hattest eine eigene Controlling-Abteilung beispielsweise in jedem Werk. Einkaufsabteilungen und so weiter waren getrennt mit eigenen Organisationen. Und naja, das sind liegen gebliebene Potenziale im Endeffekt in unserem Umfeld. Wir können da relativ viel auch ja an Synergien nutzen zwischen den Werken. Gerade ein Sinterwerk kauft zum Beispiel Eisenpulver ein. Das ist ja eine typische Synergie im Einkauf, wo man große Mengen einkauft. Ja, und dann ging es natürlich auch darum, auch im Werk Thale ein Stück weit in die Richtung agile Organisation, Leadership und so weiter zu gehen. Und da ich das ja in Gießen alles mitgemacht habe, lag es dann nahe, dass ich dann auch in Thale ja da eine Rolle spiele. Und gerade mein Vernetzungsfaktor dann zwischen Gießen und Thale war dann halt auch ein wichtiger Punkt. Super, also das Ganze mit der Idee, einerseits das, was du da qualitätsseitig dann in einem sehr wichtigen Feld quasi umsetzen konntest in Gießen, und andererseits auch diese kulturelle Transformation, kann man es vielleicht schon sogar nennen, das mitzunehmen nach Thale als Werkleiter und diese Transformation auch dort dann voranzubringen und dann noch die Vernetzung. Das finde ich super, weil das ja nochmal ein zusätzlicher Aspekt einfach ist. Ja, also Thema Vernetzung ist ein Riesenpunkt. Also das ist einfach, wenn man sowas machen möchte, muss man aus meiner Sicht wirklich mindestens ein Werk sehr detailliert kennen und am besten nicht das Werk, wo man selbst arbeitet, weil man kann sich besser in die Leute reinversetzen, in gewisse Handlungen reinversetzen. Da treffen ja in der Regel, egal wo das ist, es treffen Welten aufeinander, es treffen zwei verschiedene Organisationen aufeinander, und man muss da natürlich auch ein Stück weit einen Übersetzer spielen ab und zu. Und das ist dann natürlich eine gute Grundvoraussetzung gewesen, ja. Super. Wir haben jetzt schon immer so ein bisschen auch über die Transformation der Führung geredet, und ich habe gerade sogar den Begriff der kulturellen Transformation verwendet. Kannst du das mal ein bisschen versuchen zu beschreiben, wie sich jetzt die Führung verändert hat in Gießen, aber auch jetzt in deinem Werk in Thale? Naja, im Endeffekt haben wir im Bereich Führung mittlerweile wirklich das Thema Leadership im Fokus, das kann man schon so sagen. Also es ist mittlerweile doch ein sehr gutes Miteinander. Man coacht wirklich die Leute, man ermutigt sie wirklich dazu, ja, selbst Themen anzugehen, Fehler zu machen. Also für uns ein Riesenthema ist das Thema Empowerment und ja, Fehler auch einfach mal akzeptieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter damit am meisten wachsen. Mein Chef nimmt da immer ganz gerne einen Spruch. Engagement entsteht nicht durch Motivation, sondern Motivation entsteht durch Engagement. Finde ich immer ganz spannend. Wenn man sagt, wirft man ihn manchmal durcheinander. Aber im Endeffekt ist es ja so, ja, wenn ich mich engagieren darf, dann bin ich in der Regel auch motiviert. Und das ist so ein bisschen die Philosophie, die dahinter steht. Also wir haben sehr, sehr viele Kaizen-Workshops gemacht, über 20 im Jahr.
Wir haben, wie gesagt, viele Führungskräfte auch gecoacht. Wir haben auf allen Ebenen im Endeffekt klargestellt, dass es einen Rückhalt vom CEO bis zum Teamleiter für die Mannschaft gibt. Und das spüren die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter gehen dann natürlich auch mit in die richtige Richtung. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, hat es wahrscheinlich auch damit angefangen, dass ihr am Anfang überhaupt erstmal angefangen habt, eure Art der Führung zu hinterfragen, beziehungsweise auch darüber zu reden, wie wollen wir denn führen? Ja, weil du hast gesagt, irgendwie Leadership hat eine Bedeutung gewonnen. Also du nickst jetzt hier. Ja, ja. Das kann man. Stimmt, ich muss sprechen. War das so der Anfang? War der Anfang, das so zu reflektieren? Und wenn ja, woher kam das? Kam das dann damals von der Werkleitung in Gießen oder wie wurde das initiiert? Weil das ist ja nicht so einfach, diesen Reflexionsprozess erstmal überhaupt anzustoßen. In dem Thema haben wir wirklich auch mit unserem neuen Geschäftsführer wirklich einen richtigen Glücksgriff gemacht aus meiner Sicht, der dort sehr fit ist in dem Thema Transformation und Leadership. Und da ging es dann wirklich durch ihn, der war da wirklich Beschleuniger, ein Brandbeschleuniger für das Thema, der da wirklich geschaut hat, okay, erstmal haben wir so eine Roadmap to Success gemacht und da haben wir dann reingeschrieben, first who, then what, das ist so aus diesem Buch Good to Create, wo man wirklich schaut erstmal, okay, wer muss denn da sitzen und was muss ich dann tun? Und wir haben zuallererst geschaut, dass wir, also zum Beispiel so Leute wie mich, ich bin dann mit ins Führungsteam gerutscht, ja, junger Kerl, der sich vielleicht die Hörner nochmal abstoßen muss, war damals 32 und dementsprechend war ich da der Jüngste in der Führungsmannschaft. Gleichzeitig hatten wir dann einen super Mix mit ein paar alten oder älteren Kollegen, die wirklich auch offen waren für neue Ideen. Und das haben wir halt gefördert, indem wir halt viele Team-Meetings gemacht haben, Team-Coachings, wo wir auch gesagt haben, okay, lass es doch mal ausprobieren. Und wenn es dann halt schief geht, dann korrigieren wir den Fehler. Also da muss ich auch sagen, man hat mich wirklich machen lassen. Und daran bin ich selbst total gewachsen in der Zeit. Und das war ein wesentlicher Punkt, wo wir im Bereich Führung was gemacht haben. Und gleichzeitig haben wir konsequent, also kann man schon fast sagen, ohne Rücksicht auf Verluste, unsere Kaizen-Workshops durchgezogen. Das war auch ein wesentlicher Punkt. Also ich glaube, man kennt das, jeder, der es schon mal gemacht hat. Wenn man so einen Workshop in einer ganzen Halle machen will, die Halle an dem Tag vielleicht auch mal einfach nicht produziert, dann steht zuallererst ein Produktionsleiter da und schreit, Leute, das geht nicht, das schaffen wir nicht. Und da haben wir in der Regel knallhart durchgezogen und haben dann halt wirklich klar gemacht, dass wir da keine Kompromisse eingehen. Und sehr schön. Ja. Ich finde es gerade toll, wie du das auch so beschrieben hast, wie du da Freiheit bekommen hast. Also so ein bisschen das, was du vorher auch beschrieben hast mit Blick auf die Mitarbeiter, ja, den Mitarbeitern da Freiräume zu geben, Fehlerkultur und sowas hattest du ja schon benannt als Beispiele für gutes Leadership. Das habt ihr quasi dann aber auch auf der Führungsebene gelebt, dass ihr gesagt habt, hey, auch hier müssen wir uns ausprobieren, auch hier müssen wir uns weiterentwickeln, auch hier müssen wir junge Leute ranlassen, die mal ein bisschen ausprobieren können. Gibt's da ein paar Beispiele, wo du sagst, boah, da haben wir auch Dinge ausprobiert, die gar nicht funktioniert haben? Also natürlich gibt's die, aber ich muss sagen, eins muss ich wirklich sagen, und ich denke da oft drüber nach, kein einziges Beispiel ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass ich sage, boah, das ist richtig schief gegangen. Und das bestätigt mich in dem Handeln. Also ja. Ich muss sagen, ja, wir haben dann mal eine Halle haben wir umorganisiert in einem Arbeitsablauf. Das war einer der ersten Workshops und das haben wir vielleicht wirklich nicht in voller Gänze durchdacht, würde ich sagen. Was aber auch damit zusammenhing, dass wir nicht die richtigen Mitarbeiter eingebunden haben, nämlich die Bediener und die Einrichter in der Fertigung. Und das war ein Lerneffekt, ja, ein riesen Lerneffekt, wo man sagt, okay, das wird uns nicht mehr passieren. Die Mitarbeiter haben die besten Ideen in der Produktion. Die arbeiten jeden Tag dort. Und das war so ein kleines Thema, ja, wo wir dann halt eben wieder die Rolle rückwärts machen mussten. Und ansonsten waren das Kleinigkeiten, ja. Ich sag mal, Visual Management, wenn du Bodenmarkierungen irgendwo hinklebst und die passen halt mal nicht, dann machst du halt nochmal neu.
Aber ansonsten würde ich wirklich sagen, kleine Fehler, aus denen man gut gelernt hat, die keinem nachhaltig wirklich in Erinnerung geblieben sind und somit, glaube ich, auch okay waren. Die gehören ja auch mit dazu und ich glaube, es ist aber super schön, das zu hören, weil ich erlebe Produktion oft auch immer deswegen als sehr konservativ und sehr beständig, weil man halt eben Sorge hat, Fehler zu machen und so dieser Gedanke, never change a running system, ja, wir müssen ja produzieren, wir dürfen ja jetzt ja hier nicht ausprobieren und nachher funktioniert es nicht, das geht ja nicht, ja, ganz genau. Ich glaube, das steckt so in den Köpfen drin, ja, dass man da echt Sorge hat und deswegen ist es auch toll zu sehen, ja klar, natürlich macht man Fehler, aber das sind jetzt nicht die Riesendinger und vor allem, man lernt immer was dabei, ja, also das. Und da hatten wir natürlich aber auch die Chance, ich sagte es ja eben, es lief ja in der Vergangenheit ziemlich gut in unserem Werk, ja, dass das Thema da war, dass es stabil war, ein stabiles Umfeld. Und dieses Ausprobieren musste ja passieren, weil du aus diesem stabilen Umfeld plötzlich draußen warst und dann hat alles, was du früher gemacht hast, nicht mehr funktioniert. Ich meine, wenn Kunden dir plötzlich von einem Monat auf den anderen einen Großteil deiner Aufträge in die nächsten Monate verschieben, dann stehst du erstmal da und musst erstmal gucken, was tust du denn? Und das erfordert mir eine gewisse Flexibilität. Und da bin ich ehrlich gesagt ganz dankbar für diese ganzen Krisen, die wir haben, so schlimm die sind. Aber für den Lerneffekt von einer jungen Führungskraft ist das ein Riesending. Ja. Und auch für Unternehmen. Also die Automobilindustrie ist nicht bekannt für hohe Veränderungskompetenz, für hohe, also wenn du sprichst ja auch mit vielen, ich glaube, das ist doch. Das kann ich absolut bestätigen. Und ich kann auch bestätigen, dass Krisen, die wir auch in den Jahren davor hatten in der Automobilindustrie, zwar immer natürlich auch super negative Konsequenzen hatten, aber immer Veränderungsprozesse angestoßen haben, die, da bin ich mir absolut sicher, zumindest mal deutlich länger gedauert hätten, hätte es diese Krisen nicht gegeben. Genau. Du hast vorhin einen tollen Lerneffekt beschrieben, nämlich die Einbindung der Mitarbeiter. Und das ist ja wirklich ein ganz großer, wichtiger Teil, wenn wir über Führung reden. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren, wie ihr das jetzt macht, wie ihr das vielleicht auch anders macht wie zuvor, dass das die Kollegen gerade im Shopfloor vielleicht auch anders in so Veränderungsprozesse einbezogen werden? Mhm. Also ein wesentlicher Wendepunkt, würde ich sagen, war unsere Qualitätsinitiative damals. Wir hatten damals 2 Wochen vor der zweiten Corona-Welle eine große Qualitätsinitiative mit einer Messe zusammen mit den Mitarbeitern geplant. Und 2 Wochen eben vor dem Start der Messe kam dann plötzlich die Nachricht, zweite Corona-Welle, alles ist dicht, du darfst keine persönlichen Veranstaltungen mehr machen und so weiter und so fort. Und dann haben wir innerhalb von 2 Wochen auf eine Hybrid-Veranstaltung umgeswitcht und haben gesagt, okay, Kleingruppen, immer 4 Mitarbeiter aus demselben Bereich mit Maske und so, dieses Ganze, was dann halt eben zu dem Zeitpunkt wirklich war. Und haben dann halt die Leute in Kleingruppen über diese Messe, durch diese Messe gebracht, wo wir halt wirklich auf Qualitätsprobleme. Also war eine interne Messe quasi um. Genau. Ja. Und haben dann halt in Kleingruppen wirklich mit den Mitarbeitern Qualitätsprobleme durchgesprochen, sehr, sehr transparent den Mitarbeitern klargemacht, okay, was für Folgen hat das überhaupt? Das war häufig überhaupt nicht klar. Also wir müssen dir vorstellen, wir produzieren in Gießen Teile, lass mal so ein Teil 10 Cent kosten, das kann Qualitätskosten erzeugen von Millionen im Endeffekt, ne? Wenn du irgendein Teil im Auto hast, wo dann Rückruf droht oder sowas. Und wenn du dem Mitarbeiter das einfach mal klar machst, dass dieses kleine Teil, was ja im Endeffekt wirklich ein paar Cent wert ist, so einen Effekt haben kann, dann passiert da sehr, sehr viel. Und dann kommt in so einer kleinen Veranstaltung mit 4 Mann auch sehr, sehr viel Input. Und das haben wir halt alles aufgenommen und haben halt auch geschaut, dass wir das alles umsetzen. Also wir haben wirklich knallhart wirklich alles umgesetzt und haben es dann ins Ideenmanagement überführt. Und das ist heute. Also heute ist es wirklich so, dass wir das Ideenmanagement komplett überarbeitet haben und das wirklich auch leben. Also das Ideenmanagement ist wirklich zu 180 Grad anders als früher. Ja. Also das heißt, es wird wirklich genutzt, es werden Verbesserungsvorschläge eingebracht von den Kollegen auch aus dem Shopfloor. Und, genau, weil die Kollegen sehen, dass was passiert. Ne? Also ich meine, Arbeitssicherheit habe ich ja vorhin auch gesagt. Wir haben klar gemacht, dass wir da keine Kompromisse eingehen. Wir sind die Themen alle angegangen, haben sie umgesetzt und die Mitarbeiter haben dann gesehen, okay, die setzen ja wirklich um. Das war ein wesentlicher Punkt. Ja,
Super, schönes Beispiel. Dann zum Thema Führung, was mich auch noch interessieren würde, ist, du hast ja immer jetzt davon erzählt, du hast auch den Begriff VUCA-Welt verwendet, ja, also eine Welt voller Veränderungen, unplanbar, volatil. Da kommt ja sofort einem das ganze Themenfeld der Agilität, ja, also agile Führung. Und wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr euch da auch aus Werkzeugen so der agilen Führung bedient, agile Tools genutzt? Habt ihr auch darüber mal nachgedacht? Ja, also Agilität ist ja immer ein großer Begriff im Endeffekt. Ich bin der Meinung, dass Agilität auch viele bestehende Methoden oder viele bestehende Methoden Agilität begünstigen. Beispielsweise ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler für eine agile Organisation das Shopfloor-Management. Wenn das Shopfloor-Management gut funktioniert, dann kommst du automatisch in eine höhere Agilität. Dann dieses ganze Thema Umsetzung ist auch meiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt für Agilität. Das Thema Teambuilding, ganz großer Punkt. Und da sind wir jetzt sehr, sehr weit. Also wir haben jetzt wirklich eine sehr hohe Veränderungskompetenz. Wir haben ein Hands-on-Mindset. Das muss man wirklich sagen, das ist echt klasse. Wir haben unsere Kunden, die kommen mittlerweile rein, sagen hier, ihr seid jung und frech und das macht Spaß. Und die wollen wieder mit uns, also auch Kunden, die teilweise schon weg waren, die kommen jetzt wieder und platzieren Produkte wieder bei uns, die wir schon mal gemacht haben, weil sie einfach merken, dass das wirkt. Und naja, jetzt. Krass, also die sehen diesen Veränderungsprozess dann auch quasi von außen. Ja. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist im Bereich Agilität, dass man halt einfach sehr, sehr schnell auf gewisse Umstände reagiert. Und ein weiteres wichtiges Tool, was wir jetzt starten im Bereich Agilität, ist das Thema OKR, wo wir halt wirklich sagen, okay, wir haben jetzt eine tolle Strategie entwickelt in diesem ganzen Prozess. Also wir haben erstmal operativ sehr, sehr viel umgesetzt, haben eine tolle neue Strategie entwickelt. Und diese tolle neue Strategie gilt es jetzt natürlich umzusetzen. Und Strategie und Agilität ist ja immer so ein schwieriges Thema, ne? Was langfristiges agil machen. Und da sehe ich momentan ein Riesenpotenzial in dem Thema OKR, weil eben das Umfeld so stark wechselnd ist. Also früher ja, OKR, Objective and Key Results, ist ja eine Methode, die kommt so ein bisschen aus der Startup-Welt und gefühlt wahrscheinlich zum Großteil auch irgendwelche IT- oder Softwarefirmen, die das Ganze nutzen und hilft dabei, quasi eine Strategie am Ende runterzubrechen auf einzelne Quartale erstmal, aber dann auch runter auf einzelne wirkliche Messgrößen, wenn man so möchte. Das heißt, ihr nutzt das dann auch im Rahmen des Shopfloor-Managements, weil da ja auch KPIs vorhanden sind, oder wo ist da die Verbindung? Also aktuell sind wir an der Einführung, dass wir halt jetzt erstmal schauen, dass wir unsere Vision runterbrechen auf die einzelnen Bereiche und dann halt wirklich sagen, okay, dieses Runterbrechen erstmal. Genau, die Workshops starten jetzt und sowas alles, sehen da halt natürlich ein Riesenpotenzial drin, weil du halt einfach dieses für viele Mitarbeiter sehr schwer greifbare Thema Strategie. Also ich meine, ich kann mich noch erinnern, als ich Prozessingenieur war, wenn mir einer was von Strategie erzählt hat, ehrlich gesagt, ich habe meinen Tag... Was hat das mit mir zu tun? Genau, was hat das mit mir zu tun? Und den Mitarbeitern jetzt erstmal klarzumachen, was die für einen Beitrag leisten können im Bereich Strategie, das ist ganz wichtig, finde ich. Und das kann man über OKR meiner Ansicht nach schon ziemlich beschleunigen. Ein schönes Beispiel ist, wir sind recht aktiv im Bereich Sales momentan. Jetzt machen wir immer Workshops mit unseren Mitarbeitern im Werk. Und dann machen wir die Fertigung schön und dann ist das alles schick. Und dann kommt von den Mitarbeitern oft der Punkt, okay, und was hilft uns das in Richtung neue Teile? Was kriegen wir dadurch rein? Und was wir halt mit diesem ganzen Thema momentan machen, ist, dass wir zum Beispiel auch mal einen Post auf LinkedIn machen und einfach mal zeigen, okay, guck mal, wir entwickeln uns als Werk weiter, wir bewegen uns. Und das ist den Kunden unglaublich wichtig, das ist ein Verkaufsargument. Und krass, da helfen die Mitarbeiter im Shopfloor quasi jetzt beim Vertrieb, indem sie das einfach nach außen auch zeigen, was sich da im Werk tut. Genau, und das ist der Kickoff bei jedem Workshop, den wir machen. Also hier, Leute, ihr tragt dazu was bei, dass wir auch am Markt vernünftig gesehen werden, ja. Und da sind sie sehr stolz. Also cool. Die Bediener und eigentlich. Also es ist auch eine schöne ganzheitliche Denke, ne? Also wirklich auch, könnte man meinen, was habe ich mit dem Vertrieb zu tun? Aber es ist eigentlich stark, wenn die Kollegen sich genau diese Gedanken machen und sich das fragen, wie schaffen wir denn das jetzt neu? Also das zeigt ja schon eine super, super kulturelle Veränderung dann, wenn da schon so weit gedacht wird. Genau. Ja. Sehr, sehr cool.
wir haben jetzt viel über Transformation geredet, über Kultur, über Führung, und ich würde es gerne nochmal so ein bisschen runterbrechen. Du hast vorhin schon so ein paar Beispiele genannt, wo man auch gemerkt hat, ihr macht Kaizen-Workshops und sowas. Gibt es noch ein paar andere Beispiele, wo man einfach das auch praktisch im Shopfloor erleben kann oder vielleicht auch sieht, dass sich jetzt hier eure Fabrik transformiert? Wo du es massiv siehst, ist das Thema Visual Management. Also da siehst du einfach, dass ein sehr, sehr hoher Grad, ich meine, wer schon mal in einer Sinter-Fertigung war, weiß, dass das keine Hochglanzfertigung von Grund auf keine Hochglanzfertigung ist. Das ist im Endeffekt ein Eisenpulver, was verarbeitet wird. Das erzeugt nun mal hier und da auch Schmutz. Dennoch kommen Kunden zu uns ins Werk und loben den Grad der Sauberkeit, die Strukturiertheit, das visuelle Management. Das sind Themen, wenn man da heute durchgeht und man ist vor 5 Jahren da durchgegangen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, und das ist auch ganz klar. Also alleine optisch schon stark. Ja. Genau, also optisch ist auch, ich behaupte, also wir beschreiben es immer so, wenn ein Kunde durch unser Werk geht, dann hat er 5 Minuten Zeit für einen ersten Eindruck. Vielleicht hat er mal 30 Minuten und macht einen Werksrundgang oder sowas, vielleicht ist es auch mal 1 Stunde. Aber in der Zeit sieht er nicht, was für eine Qualität liefern wir, was für Prozesse, haben wir stabile Prozesse, haben wir instabile Prozesse. Was der sieht, ist der äußere Eindruck. Und ich meine, jeder kennt es, wenn man in so ein richtig schönes, tolles Hochglanzwerk kommt und da glänzt und blitzt alles. Der Boden spiegelt. Ja, genau. Das ist halt schon beeindruckend, ja. Und in der Sinterfertigung sowas zu haben, dass es wirklich sehr strukturiert, ordentlich und sauber aussieht und das Feedback auch zu bekommen, das ist, denke ich, ein Riesenpunkt. Gibt es auch Maßnahmen mit so Bereich Operation Excellence, wo ihr Dinge umgesetzt habt? Also das gehört ja auch schon auch ein bisschen dazu, aber gibt's da noch 1-2 Beispiele? Ja gut, das Thema Value Stream Mapping, da ist natürlich ein großer Fokus. Wir sind in... Also seid ihr wirklich in die Prozesse auch reingegangen, ja, zu gucken, wie können wir die Materialflüsse, die Wertströme optimieren bei uns im Werk? Genau, also gerade im Werk in Heuchelheim haben wir eine sehr, sehr hohe Komplexität. Haben da über 600 laufende Artikel. Und da haben wir schon geschaut, okay, wie können wir die Wertströme optimieren? Wie können wir Baugruppen vielleicht auch zusammenfassen, die vorher nicht zusammengefasst waren und sowas? Und halt einfach eine Art Performance Improvement wirklich auch dann hinzubekommen. Jetzt momentan ist natürlich, das ist jetzt vielleicht Operational Excellence in Klammern, ist so dieses ganze Thema Kompetenzorientierung der Werke. Also das Werk in Thale ist ein Werk, was große Sinterteile herstellt. Große Sinterteile haben in der Regel die Eigenheit, dass sie sich mehr verziehen als kleine Sinterteile im Ofen. Und wenn du dann eben die Teile ja hochgenau haben möchtest, dann musst du nochmal eine mechanische Bearbeitung machen. Und diese mechanische Bearbeitung, diese Kompetenz ist halt im Werk Thale vorhanden. Im Werk Gießen ist es das nicht, das sind kleine Teile, die haben früher... Ja, der Verzug hat sich in Grenzen gehalten. Die Bauteile konnten häufig direkt in die Anwendung geliefert werden. Aber mit genaueren Baugruppen, mit einer technologischen Entwicklung, die immer weiter voranschreitet, wird es auch immer mehr notwendig, auch kleine Sinterteile nochmal mechanisch nachzubearbeiten, weil die einfach eine höhere Genauigkeit erfordern. Und da ist natürlich jetzt das Thema für uns, okay, wie packe ich denn die Kompetenzen zwischen den Werken zusammen? Wie organisiere ich mich denn da neu? Ja, jetzt momentan habe ich ein Werk, was nur groß und ein Werk, was nur klein macht. Groß ist aber viel Verbrennungsmotor zum Beispiel. Also jetzt müssen wir gucken, okay, wie organisieren wir uns da? Wie packe ich meinen Produktmix am Ende auch auf die Fähigkeiten, die ich in so einem Werk habe? Genau, ja. Und das ist alles über der großen Überschrift Komplexitätsmanagement. Und da sind wir aktuell dran. Und das zähle ich persönlich auch zum Bereich Operational Excellence. Ja, doch. Bei all diesen Maßnahmen, die ihr da jetzt macht und tut, was für eine Rolle spielt da die Digitalisierung? Also ich will es jetzt nicht nur benennen, weil es ein großes Buzzword ist und irgendwie immer vorkommen muss, aber das alles klingt jetzt erstmal sehr hands-on. Aber gab es da auch digitale Tools, die euch unterstützt haben oder wo ihr sagt, ja, das war wichtig, dass wir dort uns stärker digitalisiert haben? Im Bereich Digitalisierung ist es natürlich seit Corona
kommt keiner mehr drum rum, da wirklich auch Ideen zu generieren, wie man sich besser digitalisiert in der Fertigung. Also es fängt beim Shopfloor-Management an. Ich konnte mich zwischenzeitlich nicht mit 4 Personen vor so ein Board stellen. Sprich, ich muss gucken, dass ich das irgendwie online oder hybrid hinbekomme. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich habe eben die Qualitätsmesse-Initiative beschrieben, die online stattfinden musste und digital. Ich sehe es im Bereich Digitalisierung so, dass wir erstmal ein Mindset bei den Mitarbeitern schaffen müssen, was digital ist. Also viele machen große Digitalisierungsstrategien und schauen, dass sie alle möglichen Tools in ein Unternehmen schmeißen. Und dann steht da ein Einrichter und hat auf einmal 17 verschiedene Softwareplattformen, mit denen er umgehen muss. Und den Mann muss man erstmal darauf schulen oder die Frau. Man muss erstmal schauen, dass die überhaupt das mit diesen ganzen Tools klarkommen. Und ich habe da mal ein ganz schönes Beispiel in einem anderen Werk gesehen. Da konnten die Mitarbeiter morgens ihr Frühstück an der Stechuhr bestellen. Und das ist für mich ein Auftakt zu einer guten Digitalisierung, weil in dem Moment, wo ich das mache, kommen Mitarbeiter mit Ideen, die merken, ich will Digitalisierung, ich möchte da mehr tun. Und dann kommen die wirklich wichtigen Tools für die Mitarbeiter raus. Das ist aktuell auch das den Ansatz, den wir wählen. Also, dass wir beispielsweise in Thale unser Shopfloor-Management nicht mehr mit Boards machen, sondern dass wir jetzt wirklich Bildschirme mit einer Touch-Funktion hinhängen. Dort auch mal die Möglichkeit haben, weiter zu schreiben. Also ich finde es ganz wichtig im Shopfloor-Management, dass man auch mal eine händische Eintragung machen kann. Es fängt bei einer Anwesenheitsliste an. Wenn ich eine Anwesenheit mache und einfach mal ein paar Häkchen setze und dann nachfrage, wer da ist, dann hat das einen anderen Charakter, als wie wenn ich sage, okay, wir haben ja eine Teams-Anwesenheitsliste. Ja, das ist irgendwie dann so semi-persönlich. Und das jetzt zusammenzubringen, das ist für uns ganz wichtig. Und da sind wir gerade dran, ja. Ja, super. Das heißt aber, ihr seid da schon an dem Punkt, wo ihr im Prinzip die ganzen Kennzahlen und alle Themen digital habt, ja, dass ihr theoretisch dann auch, wie du es vorhin beschrieben hast, hybrid eure Shopfloor-Runden auch machen könntet. Ja. Beziehungsweise, dass ihr jetzt auch dann euch so aufstellt, dass ihr dann im Prinzip auch digital vor Ort die Sachen habt. Ja, also gerade in Thale haben wir dann eine Datenbasis. Ein großer Schritt. Sind im Endeffekt in all beiden Werken im SAP natürlich unterwegs, im ERP-System. Und das funktioniert schon sehr gut, da sind wir relativ weit. Ist natürlich auch, da muss man sagen, da hat diese Konstanz in der Automobilindustrie der letzten Jahre einen guten Beitrag zugeleistet, weil halt eben, ich sag mal, wenn der Kunde schon anfängt mit EDI-Schnittstellen und Co., man kommt gar nicht drum rum, wirklich gewisse Prozesse im ERP-System abzubilden. Klar, ihr müsst gegenüber euren Kunden eine Transparenz schaffen und dadurch habt ihr schon auch die digitalen Prozesse oder die Abbildung eurer Prozesse dann auch gebraucht. Genau. Schön. Wenn wir jetzt darüber reden, ich meine, das ist ja auch immer Shopfloor-Management und den KPIs und so weiter, ist ja jetzt auch ein spannender Punkt, was kommt denn auch am Ende dabei raus, ja, weil du hast zum Start schon ein bisschen beschrieben, es gab ja einen Grund, warum ihr auch gemerkt habt, ihr müsst euch da gerade damit beschäftigen und ein Thema war das Thema Qualität, also habt ihr jetzt am Ende, oder was heißt am Ende, seid ihr sicherlich noch nicht, aber habt ihr jetzt mit Blick auf die Zeit und jetzt vielleicht auch auf das eine Jahr, dass du in Thale bist, sehen können, dass sich da was wirklich verändert? Ja, also ich kann sehr gut aus dem Bereich Qualität sprechen, weil ich da eine große Datenbasis mittlerweile habe. Und da kann ich sagen, dass sich das natürlich massivst verändert hat. Sonst würden wir vielleicht hier auch gar nicht sitzen, denke ich mal. Ja, wenn es in Gießen schon nicht so geklappt hätte, richtig, wärst du jetzt nicht in Thale. Ja. Und es ist schon so, dass wir da deutliche Effekte erzielt haben. Also wir haben unbewusst, in der Qualität schon ein Element aus OKR genommen. Nämlich das Thema Stretched Goals oder Moonshots. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für alle. Also Ziele setzen, die im ersten Moment unerreichbar scheinen. Und mich hat man damals damit sehr motiviert. Also mein Chef hat mir damals ein Ziel gesetzt, wo mir jeder einen Vogel gezeigt hat. Und heute haben wir das unterschritten. Also wir sind noch besser als dieses Ziel im Bereich Qualitätskosten. Das entspricht ungefähr einer Halbierung in dem Bereich und auch bei den Reklamationen sind wir bei der Hälfte. Und das Wichtigste ist, dass das Mindset der Mitarbeiter im Werk ganz anders ist. Also wenn ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mit dem Engagement und der Motivation, ja, also die Leute dürfen sich engagieren. Die sind total motiviert und das merken Kunden, das merken andere Gesellschaften bei uns im Konzern, merken das auch, die saugen das auf.
Und wir erzeugen da mittlerweile so einen Schneeballeffekt, wo es immer schneller wird und haben mittlerweile sogar Awards für die besten Bereiche, die wir dann verteilen. Und dort merken wir halt einfach, dass die sich selbst um Themen kümmern. Also zum Beispiel haben wir einen Award, wo wir Arbeitssicherheit, Operational Excellence, Ideenmanagement und Qualität bewerten. Und die Bereiche, die dort besonders gut sind, die bekommen halt eben einen Pokal. Am Anfang haben erstmal alle über den Pokal gelacht. Ja, in Deutschland ist das nicht so üblich, in Amerika schon mehr. Und dann haben wir halt diesen Award jetzt eingeführt und jetzt so langsam merken die Kollegen, okay, ich will diesen Wanderpokal auch mal bei mir auf dem Tisch stehen haben in meiner Halle. Und jetzt haben wir den Effekt, dass Mitarbeiter aus der Produktion zu den Kollegen gehen, die Workshops organisieren und sagen, hey, hier, wir müssen einen Workshop machen, weil ich bin in dem Punkt Operational Excellence, bin ich schlechter geworden, deshalb möchte ich mich verbessern, weil ich möchte einen Award haben. Ach, sehr, sehr cool. Ja. Und das ist ein tolles Beispiel für die Frage, wie kann man auch gut motivieren, ne? Ja. Also man unterschätzt es, glaube ich. Ja, am Anfang wirkt das ein bisschen komisch für viele, aber wenn man dann erstmal gestartet hat, dann nimmt das normal Formen an, ja. Du hast jetzt toll beschrieben, was sich verändert hat und dass eben die Effekte nicht nur irgendwie in den Kennzahlen der Qualität sind, sondern auch irgendwie wirklich am Ende, ich sag's mal, spürbar in der Atmosphäre und der Motivation der Mitarbeiter. Wie sieht das Ganze auch kaufmännisch aus? Ja, also das ist, am Ende sind Qualitätsziele, wenn man so will, ja schön und gut. Ja, am Ende muss es ja irgendwo auch gesamtwirtschaftlich eine Auswirkung haben. Ja. Ist es auch so, dass diese ganze Transformation, die kostet ja auch Zeit und auch Geld und irgendwie muss ich das ja auch rechnen. Ich weiß gar nicht, ob man das berechnen kann oder ob ihr das berechnet habt, aber kannst du da mal einen Einblick geben, ob sich das gelohnt hat, wenn man so blöd fragt? Ja, also ich sag mal, am Anfang muss man dran glauben, weil das ist immer das Killer-Argument von allen, die sich mit Shopfloor-Management oder gegen Shopfloor-Management wehren wollen, ist, wo sehe ich das in meinen Zahlen? Wo sehe ich das in meiner Produktivität? Ich kann jetzt nach 3 Jahren sagen, dass es da eine deutliche Steigerung in der Produktivität im Endeffekt gibt und auch im Bereich, ich habe ja eben gesagt, Qualitätskosten. Dass das nicht direkt auf die Einzelmaßnahme Shopfloor-Management beispielsweise zurückzuführen ist, das ist richtig. Ich führe das aber auf die Summe der Maßnahmen zurück, auf das Mindset der Mitarbeiter. Ich meine, wie erreiche ich denn diese ganzen Steigerungen? Irgendwo kommen sie ja her und ich habe nichts konkret abgezielt auf diese eine Kennzahl gemacht, sondern ich habe wirklich geschaut, dass das große Ganze passt. Oder wir haben geschaut, dass das große Ganze passt. Wir haben natürlich da unsere Tools eingeführt, dass wir gesagt haben, okay, wir tracken die wichtigen Unternehmenskennzahlen. Also neben unserem Plant Control Room hatten wir auch ein Company Control Room, haben wir es genannt. Da waren halt alle unsere KPIs in Trendcharts dargestellt und wir haben halt wöchentlich sind wir durch diese Trendcharts gegangen und haben geschaut, greifen unsere Maßnahmen, laufen die Trendcharts in die richtige Richtung oder greifen sie eben nicht und wir müssen irgendwie was Ergänzendes tun. Und ja, das war der richtige Weg. Das heißt, andersrum formuliert, man kann jetzt nicht den ROI berechnen von der Maßnahme, so im besten Fall, bevor man überhaupt angefangen hat, aber man kann dann schon relativ kurzzyklisch gucken, geht's in die richtige Richtung und bewegen wir uns dann auf den guten Weg, ja, also man muss dann nicht erst nach einem Jahr schauen, hat das funktioniert oder nicht, sondern ihr habt dann schon auch recht kurzfristig gesehen, dass diese Maßnahmen greifen. Ja, also das natürlich in den Kennzahlen abgebildet, das kommt mit einer gewissen Verzögerung. Ich sagte ja eben, Bereich Qualität zum Beispiel mit meinem Moonshot, den ich da bekommen habe. Das hast du auch nicht kurzfristig umsetzen können. Ne? Ja, genau. Also das war jetzt kein Ding, was wir innerhalb von einem Jahr geschafft haben. Da haben wir schon jetzt 1,5-2 Jahre gebraucht, bis das dann wirklich nachhaltig runtergeht. Das Schöne ist, die Kennzahl ist zwar träge, aber wenn sie eine Richtung hat und das Schiff in die Richtung fährt, wie man immer so schön ist, ja ein schönes Beispiel, ne? Das Schiff muss erstmal losfahren und wenn sich dann in die richtige Richtung bewegt, dann kann ich es in die richtige Richtung steuern. Und wenn der Dampfer halt jetzt in diese Richtung fährt, merkt man halt, es geht immer, es wird immer besser. Das ist halt super schön zu sehen. Ja. Zum Abschluss mache ich immer gerne einen Ausblick und du hast jetzt schon so eine Steilvorlage geliefert mit Stretch Goals und Moonshot und so weiter. Deswegen jetzt zum Schluss noch die Frage, wo geht's die nächsten Jahre hin? Hast du da Pläne und Stretched Goals oder vielleicht sogar eine Vision, wo du sagst, ja, da geht noch was?
Ja, auf jeden Fall geht da noch was. Also ich glaube, das wäre schlimm, wenn in so großen Unternehmen nichts mehr ginge. Keine Ahnung, vielleicht sagst du auch, so Thale ist jetzt nächstes Jahr fertig, ich gehe dann nach Mexiko oder so. Wichtig ist mir jetzt erstmal, dass wir in den nächsten Jahren es wirklich schaffen, diese ganzen Synergien zu nutzen, dass wir wirklich es schaffen, eine echte Business Unit zu sein, die wirklich auch im großen Ganzen über alle drei Werke agil funktioniert und wirklich dieses Mindset bei allen ankommt und dass du wirklich es schaffst, da wie ein gut funktionierendes Uhrwerk zu arbeiten. Und ich glaube, dass viel dann auch sich daraus noch entwickelt und ergibt. Und das ist jetzt erstmal der große Fokus. Und ich glaube, da haben wir auch eine gute Aufgabe vor uns. Ja, aber ich glaube, gerade dieses Übergreifende, ich glaube, das ist was wirklich auch nicht so einfach ist, weil das dann noch weiter weg ist, ne? Wenn man sich dann die Frage stellt, wie schafft man das da auch, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, wenn es dann um noch ein anderes Werk geht oder da auch wirklich an einem Strang zu ziehen. Und es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Super. Vielen Dank für den Einblick, Philipp. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man hat so richtig Lust bekommen. Also am liebsten würde ich jetzt sagen, ich fange jetzt auch bei euch an. Also wenn man so das beschrieben bekommt mit der Kultur und wie ihr da auch in dem Veränderungsprozess unterwegs seid, glaube ich, ist sehr motivierend zu sehen, einfach, dass es vorangeht. Bist herzlich eingeladen. Dankeschön. Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.